Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Detroit Become Human im zweiten bösen Durchlauf, Freunde. Wir machen weiter und werden jetzt ja unseren evil Weg weiterführen, Freunde. Und immer noch gibt's das Angebot bei meinem Partner Games Rocket. Falls ihr günstig PSN-Guthaben braucht, checkt das gerne mal ab. Und wir werden jetzt weiter versuchen. Weiter versuchen, der Welt es heimzuzahlen. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Hier muss es sein. Tja, Slatko, der Ausgang für dich wird der gleiche sein. Wir werden dich platt machen. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Rein. Nicht so schüchtern. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte. Macht es euch gemütlich. Ist das so, Lufa? Ja? Ist das korrekt, Lufa? Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichleiben? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz. Frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja, alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Hier entlang. So, schauen wir mal, Freunde. Warte mal. Schauen wir mal. Ich glaube, ja, doch, ich werde es so machen, dass
Kara ihr Gedächtnis verliert. Also, dass sie zurückgesetzt wird. Ich mach das so. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Er steht einen Meter vor uns. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Hier lang, bitte. Tja, Slatko. Stell dich bitte da drüben hin. Ja, ich werde es so machen, dass wir das vergessen. Dann bin ich mal gespannt, was wir dann machen. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Was seltsam ist. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nichts zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Okay. Wurde Lufa eigentlich auch von einem richtigen Schauspieler dargestellt? Bestimmt auch, oder? Aber haben die dem seiner Figur nochmal, keine Ahnung, 20 Kilo mehr Muskelmasse gegeben eigentlich? Heftiger Typ, richtiger Hühne. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt so machen, dass ich mein Gedächtnis verliere. Ich will mal sehen, was dann passiert. Aber das werde ich hier trotzdem durch die Gegend schlagen, ey. Da hast du es! Das hast du davon, du mieses Schwein. Komm mal, hier! Bam!
Jetzt weißt du Bescheid. Ich mein's richtig ernst. So. Wie weit sind wir schon? 78%. Alles klar. Kurzschluss verursachen? Nein, diesmal nicht. 90, 92, 93, 94, komm! Bin mal gespannt, was jetzt passiert, ey. Ich will's wissen. Speicher gelöscht. Trifft Lufa im Wohnzimmer. Ach, guck mal, okay, alles klar. Krass. Also können wir relativ schnell... relativ schnell wieder unser Gedächtnis zurückholen, oder was? Mit so Erinnerungsschnipseln? Er hat ihren Speicher gelöscht. Nicht passieren. Du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Ja, und sie denkt sich nur, welche Kleine. Ey, der Chicken-Mann ist der gruseligste von allen. Der ist der schlimmste von allen, der Chicken-Man. So. Wo finden wir weitere Schnipsel? Okay. Kurz mal checken, dass sie verschlossen ist. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Hä? Ja, Luther. Warum klärt er uns jetzt zum Beispiel nicht auf, Freunde? Also Lufas Fallen ist eh ein bisschen komisch. Ich meine, am Ende ist er eh 100.000% auf unserer Seite, aber ist schon ein bisschen komisch, wie er sich hier verhält, wa? Anstatt uns einfach aufzuklären, damit wir Bescheid wissen, aber ihm das vorspielen können, als wenn wir gelöscht worden wären, weißt du? Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Geil. Hä? Besteht sein Essen nur aus Chips oder was? Bring den Kadaver weg. Nach nebenan. Die Scheißschaffe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen eine beschissene Buch einfach allein. Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Luther! Luther? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit dir mache. Verstanden, Slatko. Aha, knapp 10 Minuten. Boah, Alter. 10 Minuten. Okay, Freunde, 10 Minuten Zeit jetzt.
Wer ist das Mädchen? RA9. Kann man nicht mit dem kriechenden Androiden da, kann man dem... So, diesmal werden wir dich nicht freilassen. Sorry. Was ist das? Crackpfeife? Also, ja, okay, Freunde. Jetzt, ja, okay, alles klar. Das ist, mein Name ist Kara, ja. Das ist... Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Hey, hör mal auf jetzt, Jet Li. Hör mal auf jetzt hier. Du hast hier nichts... Sei mal ruhig jetzt. Nein, du hast hier nichts verloren. Wenn du keinen Befehl hast, musst du in Standby. Oh ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du darfst hier nicht sein. Es sei denn, du hast einen Befehl, hier zu sein. Und sei doch mal ruhig. Warum kann ich den jetzt nicht ausschalten, Eisgeist? Das ist sicher, ja. Du bist ein Android. Ach komm, sei ruhig. Du bist ein Android. Du bist ein Android. Ich sag's dir mal. Hallo, Lufa. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Was ist mit dir denn los, Luther? So, bevor wir zu ihr ins Zimmer gehen. Also ist es schon... Okay, du verlierst dein Gedächtnis. Aber der Typ ist so wie Todd. Eine Crackpfeife liegt da wie bei Todd. Es ist schon ein bisschen komisch, also sehr, sehr so in die Ecke gedrängt, von wegen, ja, selbst wenn du jetzt dein Gedächtnis verlierst und es nicht schaffst, weil, weiß ich nicht, kann ja passieren, obwohl, wäre das jetzt natürlich jemandem passiert, hätte ich natürlich direkt in die Kommentare geschrieben, was er für ein Idiot ist, kann ja natürlich passieren, aber ist schon ein bisschen, ich sag mal, auffällig, ja, das Ganze, dass ausgerechnet solche Parallelen. Alles klar, okay. Okay, das hat noch gefehlt. Das Alice im Wunderlandbuch liegt ganz rein zufällig hier. Ja, das hätte man ein bisschen besser lösen können, oder, Freunde? Alice? Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich jetzt ein bisschen... Ja... Warum kann ich mir das Feuer hier angucken, aber den Schläger nicht mitnehmen? Obwohl, warte mal, wenn wir mit ihr auf Flucht sind gleich vielleicht. Dann kann ich den Schläger mitnehmen und ihn kaputt prügeln damit. Ein Supermarkt in Detroit wurde in der vergangenen Nacht überfallen. Der Kassierer berichtet, er sei in Begleitung eines Mädchens mit einem... Sinkt die, sag mal, Freunde, sinkt eigentlich die öffentliche Meinung immer nur... Obwohl, nee, das wird mir einfach nur angezeigt, wa? Also wenn ich jetzt den Fernseher ausgeschaltet hätte, wäre es trotzdem so. Es hätte jetzt keinen Einfluss gehabt. Wäre auch irgendwie sinnlos. So, okay, Alice. Dann komm mal raus jetzt hier. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Luther! Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slatko. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Sie kann ja nicht verschwunden sein. Sie muss hier irgendwo sein.
Doch, doch, sie ist weg. Luther. Lass es, Louis. Louis. Okay. Diesmal warten, bis er wirklich aus dem Raum ist. Und jetzt weg hier. Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Scheiße. Wo sind sie? Luther! Findet ihr sie! Verdammt nochmal! Schnell hier rein, schnell, 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 schnell. Verdammter Android. Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Abweichler, die machen nichts als Ärger. Oh oh. Tut mir leid, Johnny. Ganz ruhig, Bruce. Bruce Lee. Jackie. Ruhig jetzt hier. Nichts kommt uns mehr in die Quere. Wir hauen jetzt hier ab. Und jeder, der Faxen macht, wird direkt abgeknallt. Oder zerquetscht. Weggeschlüsselt. Also mit dem Schlüssel. Weißt du, das... Das ist schon die Gangster-Knast-Taktik, Freunde. Vom Wärter das Schlüsselbund nehmen und dann sich durch die Gegend schlüsseln und schmessern. Das ist schon, Sie liegt auf dem Tisch. Ganz neuer Scheiß, Freunde. Komm schon, komm raus. Komm schon, komm spielen, Kleiner. Kleine, komm spielen. Hau ab. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Jetzt noch. Komm da raus und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Sie hat bestimmt Angst. Sei doch vernünftig. Komm raus und alles kommt. Oh fuck. Da bist du ja. Alter, mach schon. Sie sind da drüben. Das war ein bisschen zu früh. Sorry! Das wird Luther aufhalten. Da machst du nichts mehr, war Luther? Alice! Lass sie zurück! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Lauf! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es warten? Was fällt euch ein? Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe!
Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Okay, Freunde. Okay. Lou verstößt zu Kara und Alice. Gut, okay, Freunde. Also haben wir gesehen, was passiert, wenn sie ihr Gedächtnis verliert. Sie kriegt durch ganz subtile Hinweise ihr Gedächtnis einfach wieder zurück. Das ist das Ergebnis. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich find's ein bisschen zu einfach. So. Überhaupt keine Tiefe, sondern der Typ ist genau wie Todd, ist auch ein Riesenarschloch, sieht ähnlich aus, hat schmierige Haare, ist ein bisschen fülliger, ist ein mieses Arschloch, wie gesagt, aber ein richtiges Arschloch. Crackpfeife liegt da plötzlich und das Alice-Buch. Also, Freunde, das... ist schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe das Spiel, aber das ist wirklich schwach, Freunde. Das ist wirklich schwach. Das ist mehr als eine Hintertür, oder? Naja. Aber Freunde, dafür hatten wir in anderen Videos und anderen Möglichkeiten bisher deutlich bessere, coolere Ausmaße, die die Entscheidung angenommen haben, als hier. Das ist, ja, naja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ansonsten bewerten, kommentieren, allgemein nicht vergessen. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.